Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Shadowverse Arena. Wir sind ja aktuell in der Runde mit Swordcraft und wir haben Match 1 und 3 schon mal gewonnen. Zwei Matches haben wir noch. Also, das ist schon mal kein miserables Ergebnis mehr. Es ist definitiv besser als die Runde zuvor, wo wir kein einziges Mal gewonnen haben. Also, mal sehen, was wir hier noch rausholen können. Und dann habe ich ja noch wieder ein paar Packs zum Öffnen. Vielleicht haben wir da ja auch Glück und ziehen noch was Gutes. You must die. Not on my watch. Okay, Average Action. X-Men ist natürlich ganz cool. Den halte ich erstmal dabei. Jupp. Shinobi Tanuki will ich gleich spielen, danach Fortress Strategist. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Also Fortress Strategist, danach Sword Swinging Bandit. Das ist insgesamt alles nicht schlecht für mich. Sogar ganz im Gegenteil, es ist relativ gut für mich. So, dann behalte ich dich mal da. Dich kann ich da dann reinjagen. Okay, das macht auch schon so für mich. Aktuell würde ich sagen, nächsten Zug Fortress Strategist und dann noch Proven Mythology. Damit kriegen nämlich die alle, dass sie kostenlos evolven können. Dann würde ich den ja wahrscheinlich als erstes evolven. Okay, ich werde den hier sogar als erstes evolven. Are you worth your weight in gold? Terrence Ottomer, der Quinn McCartney. Ah. Okay, das Ding muss definitiv irgendwie weg. Can take more than 3 damage, okay. Ah, das ist doch ganz gut für mich tatsächlich. My place is on the front line. To battle, comrades. You just don't get it. Are you worth your weight in gold? Let's speed things up. Too slow. Should have been quicker. Der kann ja sowieso kostenlos evolven, dann mache ich das auch mal. So, damit habe ich die da alle geklärt. Dann mache ich den nächsten Zug das. Oh, scheiße. I'm in tip-top shape. Impure ones, the hour of mercy has passed. You wouldn't. Okay, I need more
fear, more terror. So. Dann die, die bleiben sollen. Ah, fuck it, das kann ich nicht. Das ist doch ätzend für mich. Das ausgerechnet die dann da. Komm bitte, ja. Puh. Ich bin gerade absolut nicht begeistert von der ganzen Situation, aber... Ich habe leider keine andere wirkliche Wahl gerade, daher mache ich so. Okay, dann zieh ich dich. To battle, comrades. Alles sehr ärgerlich, aber gut. Dann spiele ich dich, damit ich da wenigstens den habe und den jetzt traden kann. So. Damit ist der schon mal weg. Gut, To battle, comrades! Es ist natürlich jetzt problematisch für mich. Aber nein, obwohl der wird sowieso nächsten Zug quasi drauf gehen und machen. Fuck, das ist ja nicht so das, was ich gerne machen wollte eigentlich. So, dann mache ich mal das. Ich bin nicht glücklich damit, aber... Aber das war leider gerade die einzige halbwegs passable Aktion. Okay, interessant. Okay, das ist schon mal... Stimmt ja, das ist das Nervige da. Gut, dann fange ich damit erstmal einmal an. So, you refuse to listen. Das Schöne ist, ich hab noch zwei weitere davon auf der Hand. Ach, schade. Warten wir nicht den. Gut, dann spiele ich den einmal.
Und mache den darauf. So. Okay, dann mache ich erst einmal den hier. So that's how you use it. Sow the seeds of war, reap the profit. Jupp, das passt doch ganz gut. So, und damit ist der auch weg. Leads to strife. Strife becomes gunfire. Divinity, thy name is ignorance. Haven fire! Unangenehm natürlich. Okay, damit komme ich tatsächlich noch ganz gut klar. Nope, das reicht nicht. Gut, dann einmal das. Dann spiele ich den. Dann trade den da nochmal rein. Also, aktuell schaffe ich sehr gut. Woohoo! Also, Defense Win. Sag ich dazu nur. Die Verteidigung läuft hier. Das gibt mir so gewisse Ideen für manche potenziellen Decks. Also ich bin jetzt schon bei 3 Siegen, das heißt ich bin schon mal positiv raus. Wenn ich mich nicht irre. This world is brutal, but beautiful. Okay, das behalte ich so auf der Hand. Das ist alles nicht schlecht. Gut, erst Fortress Strategist, dann kommt Sword Swinging Bandit. One step at a time. I can do this. Okay, everyone, lights out. So. My victim today. Are you worth your weight in gold? I'm so sorry. Biceps will usher in a new age. Routine time. Ach komm, mach ich jetzt trotzdem. You are done for. Get that negativity out of here. Vor allem auch, weil ich dadurch den Rally-Count sehr gut hochbringe. Er wird definitiv den hier traden. Reach out and make the world a happier place. Time to retreat. We will greet the new dawn. Ah. Okay, damit hat er jetzt also mein Feld geklärt, aber auch um den da brauche ich mir sowieso keine Gedanken zu machen. Hm.
Screw guarding. Just go for the face. Let's speed things up. It won't be long now. Just keep hitting him until the... Bam! Too slow. Did I overreach myself? So. Swordsman Sweep habe ich noch. Ich habe noch den. Der hier ist noch ein bisschen weg, aber ich habe noch Proven Methodology. Sollte ich, denke ich, als nächstes spielen. Ach, fuck it. Obwohl, ich habe Swordsman Sweep, damit geht das. Dann spiele ich erstmal den. So. I'll get production up and running. This is my world. I'm just a cog in a grinding machine. I wanted to punch you some more. Ninja art, sheep counting jutsu. Das ist tatsächlich nicht schlecht. So, ich weiß, dass ich gleich quasi ordentlich Schaden bekomme, aber damit komme ich klar. Ich trade den wahrscheinlich hier rein, dann werde ich die hier spielen. Rampaging Rhino werde ich mir noch aufbewahren für wahrscheinlich den Zug danach und dann habe ich Empress of Serenity. Ich weiß, dass der jetzt Full Face gehen kann, theoretisch. Macht er aber nicht, das ist schon... Okay, das ist natürlich sehr problematisch für mich. Gut, also den definitiv schon mal da rein. Dann Rampaging Rhino. Damage to unit confirmed. Damage to unit confirmed. So. Damit sind das die schon mal. Also ich werde... Okay, ich nächsten Zug... Okay. Irgendwie bin ich aber mit dem Tempo, irgendwie bin ich nicht so ganz glücklich gerade damit, wie das hier abläuft. Wie gesagt, ich werde im nächsten Zug wahrscheinlich Rampaging Rhino spielen. Aber insgesamt, All I need's an opening and you're toast. This isn't a game. Das ist auch unangenehm für mich. Zumal er jetzt halt einfach das Ganze hier traden kann. Der kann auch noch kostenlos evolven. Scheiße. Oh ne. Ich befürchte, ich habe jetzt verloren. Außer ich ziehe jetzt den. Das ist tatsächlich das, was mir jetzt den Arsch gerettet hat. Ansonsten hätte ich nämlich verloren gehabt. So habe ich tatsächlich gute Chancen, dass ich das jetzt tatsächlich überstehe. Okay, damit komme ich klar. Okay, wird Barrier Artefakt nochmal bauen. The name says it all. I got bad news for you. Boy, do I feel sorry for you.
Okay, ich habe gewonnen. Fällt mir gerade so auf. Egal, was davon ich treffe, ich habe gewonnen. Ich kann den da rein. Und den kann zweimal face. Hatte kurz irgendwie so nachgedacht, spiele ich jetzt Limiseria, also die, oder spiele ich Embers of Serenity und dann... Ah ja, stimmt ja, wenn ich Rhino spiele und den trade, ich kann ja mit dem anderen zweimal angreifen. Da war ja was. Oh, das war doch eigentlich eine relativ erfolgreiche Runde, würde ich sagen, mit 4 Siegen. Ich kann mich darüber zumindest nicht beschweren. 130 Rupees und Darkens Oberwelser Cardpack Ticket habe ich bekommen. Das ist absolut nicht schlecht. Dann würde ich sagen, Shops. Oh fuck, da bin ich, da habe ich mich verklickt. So. Dann öffnen wir doch mal 10 von den Darkness Oberwässer. Ich bin gerade überlegen, aber ich kann... Potenziell öffne ich sogar 15, nicht nur 10. Okay, Service Deep if any Evolved for Elite Forest on play, gain +1/+1. Wow, das ist in Ordnung. Ja, Bloodcraft ist das. Thunderbolt Fiend. Okay, designtechnisch finde ich das Ding awesome. Deal 3 Damage to an enemy follower, restore 3 Defense to your leader. Das ist schon mal sehr gut. Draw a card. At the start of your next turn, put a random Bloodcraft from the... Das ist auch ganz geil. Das ist tatsächlich ganz geil. Flame Pillar Dragon Newt Storm. Ist das Follower? Okay. Auch nicht schlecht. To have, ja, restore 3 Defense to your leader, draw a card. Armored Goblin for Naker Fashion Hazard Forest Craft. Recover 2 play points. Recover 4 play points. Instead, put 2 Naker into your hand and give them the free at the end of your turn. Discard this card. Okay. Einfach nur damit man da relativ viele von rausballern kann oder was? Lunarian Paladin. Mhm. Gibt's einen Storm? Ja. In Ordnung, aber. Oh, Greer! Geil. Ich mag Greer. Sie ist ein absolut knuffiger Charakter. Draconic Healer. Mhm. Die extremist enemy follower dann. Das Ding war das. Earthen Dragon Newt. Das Card a card, draw a card. Overflow is active for your draw card. Mhm. Ich hab's halt nicht so mit Discard. Das ist so das Problem. Put 2 Electro Critics into your hand. Ja. Das Ding ist nicht schlecht. Aber 2 Play Points. Mhm. Noble Phantom. Und Dutch Detective. Mhm. Fallen. Achso, kennen wir schon. Last Words on a Copy of. Tower Root Giant kennen wir, glaube ich, auch schon. Rhythm Earth. Bin ich der Meinung, kennen wir auch schon. Soul Surprise. Überraschung. Die Karte finde ich ja nicht schlecht. Magic Squirrel. Mhm. Draw cards, put the cards in your hand. Miscalculation. Da war jetzt nicht wirklich was Neues dabei. Dem Hurricane Golem haben wir, glaube ich, auch schon kennengelernt. Die 2 Damage to your Earthright, die 5 Damage to instead. Okay. Das ist eigentlich ziemlich stark. 5 Schaden Board Clear. Demonic. Ah. Nee, warte mal. Die 3 Damage to random enemy follower. If Vengeance is active, your part of Dark Knight. Aha. Das ist geil. Energy Supplier. At the end of your turn, put an energy into your deck and restore 1 defense. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Sacred Groundskeep. Den habe ich doch schon mal gezogen, oder? Ich bin mir gerade relativ sicher. Aber egal. Warbore, Bubbly Reaper. Mhm. Oh. Das ist doch ganz nett. Javid X-Devil, Westminster Abbey. Westminster Abbey ist geil. Summon a Flame Red. Mhm, Countdown 2. Summon 2 Bladed Hedgehogs. If you have more than
If you have more evolution points than your opponent, give and bend to all allied followers. Das ist nicht schlecht. Saintly Squeaks. Mecha Arm Mechanic. Summon an Ancient Artifact and Analyzing Artifact Paradigma Shift. And ah. Margaret Mermaid. Magna Zero. Protocraft. Deal 3 damage to all enemies. If Resonance has been activated for you at least 10 times as much, deal 10 damage instead. Okay. Anders gesagt, das Ding. Die Karte kann ein Insta-Kill sein. Deal 3 damage to random enemy followers subtract. Silver Steel Blader. Beating of the Dragon Wings ist natürlich ganz geil. Retracing the Past, ist natürlich ganz cool. Frostfire habe ich jetzt, Sunbright Elf. Elemental Slash. Die Free Damage to an Enemy Follower, if at least 4 other cards replace this turn. Jo, das Ding. Oh, Nelka jetzt auch ein animiert. Gizmo Enthusiast. Gizmo Enthusiast Dress Card. Achso. Summon an Ancient Artifact. Ancient Artifact ist doch. Achso, das. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe es mit den mit einem anderen Artefakt verwechselt. Fairy Slugger. Achso, ja. Silverbolt, hey. Okay, hier ist keine neue Karte dabei, wenn ich es richtig gesehen habe. Nope. Hier sieht auch nicht so aus, als ob da noch was dabei wäre. Magna Zero ist natürlich ganz cool. So, dann öffne ich nochmal die nächsten 5 hier. Damit haben wir 15 geöffnet. Da kann sich keiner beschweren. Würde ich mal behaupten. Soul Surprise, Warboar, Charitable Eye Mirage, Storm Ward, Netherworld Executioner. If you have at least 20 cards with different names in your deck, gain +1/+1 and ability. Ooh. Warte mal. 4, 6, 8, 8 mit Ward. Nicht schlecht. Parting of the Flash, ja, stimmt. Okay, Artifact Carrier sieht mal sehr faszinierend aus. Jetzt haben wir eine Mystic Artifact und Paradigma Shift entfernt. Two Radiant Artifacts. Oh, das ist echt nicht schlecht. Prismaring Featherfog. Achso, das Ding. Nein, nur der. Arcane Duplication. Bend two random cards from your deck at the end of this turn. If you have more than 20 cards in your deck, draw a card. Otherwise, put a copy of a random allied follower plates this turn into your hand. Okay. Nenarian Paladin. Das hier sieht nicht so nach was aus für mich gerade. Oh, das sieht nochmal ganz vernünftig aus, zumindest Geno Fang Tyrant, destroy a random evolved follower. Whenever another allied follower is destroyed, gain +1 and storm. Wow. Grimmore Sorcerer, Spellbust the card in your 2 times. Achso, das ist so ein Spellboost-Ding. Aber auch kein schlechter Spellbooster, so wie es aussah. Noch ein Artifact Carrier. Aber Artifact Carrier ist eigentlich nicht so das, was ich ganz gerne haben würde, aber. Wow. War ja eigentlich relativ vernünftig, was wir da so gezogen haben. Ich würde natürlich verdammt gerne den Set so ziehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber, na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ah, ne. Ich kann ja noch discarden. Da war ja noch was. Fällt mir gerade so auf. Also, nicht discarden, desenchanten.
Jo, ist nicht so viel, aber hält sich, aber ist vernünftig. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.